Hi Leute, Tobi hier, direkt aus Polen, Poznan, bin auf Geschäftsreise die ganze Woche und das lässt glockenhelle Schläge im Hintergrund. Oh, ich habe erstmal maximal Probleme gehabt beim Ticketziehen im Zug. Schon scheiße, wenn der Englischschalter nicht funktioniert und du die Tickets auf Polnisch bestellen musst. Tja, ich wurde gefragt, ob ich meine Trainingssachen mit in den Urlaub nehme. Von mir ein ganz klares Ja. Ich nehme meine Trainingssachen fast in jeden Urlaub mit. Sie verbrauchen so wenig Platz im Koffer. Es ist immer Platz für ein T-Shirt, eine kurze Hose und auch ein paar Schuhe passen auch immer rein, ein paar Sportschuhe. Von dem her gehen meine Trainingsklamotten immer mit in den Urlaub. Ich weiß, bei den Frauen sieht es ein bisschen anders im Koffer aus wie bei uns Männern. Trotzdem gibt es da immer Platz. Anders ist es natürlich jetzt, wenn ich auf dem Schiff bin, auf dem Katamaran bin und durch die Karibik reise und kaum Gepäck mitnehmen kann oder auf eine Radtour, dann ist klar, dann nehme ich meine Sachen natürlich nicht mit. So, und wie sieht es bei dir aus? Nimmst du deine Trainingsklamotten auch mit in den Urlaub? Schreib's mir in die Kommentare. Viel Spaß beim Training. Euer Tobi. Ciao.